Die Firma SV Bonny hat mir eine weitere Optik zukommen lassen, und zwar das SV27 Fernglas. Das ist ein 7x50 Fernglas mit integriertem Kompass. Kann man also die Richtung bestimmen für maritime oder für jagdliche Zwecke. Militärische Optik hat das ganze Ding. Und einem Absehen da drin mit einem Retikel, um zum Beispiel Entfernungen zu bestimmen oder Größen von Objekten zu bestimmen, die in der Entfernung stehen. Wir haben hier einen Porobac 4 Prisma drin und natürlich mehrfach beschichtete Optikgläser. Das Ganze macht einen sehr robusten Eindruck. Wir haben hier Metall und Gummi als Korpus, dass es also auch schön griffig ist. Mitgeliefert wird auch eine Batterie, die kommt hier vorne rein, oder zwei Knopfzellen besser gesagt, die hier vorne reinkommen für die Beleuchtung des Kompass. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, das Sehfeld ist ganz gut. Man kann die Augengummis kann man runterklappen für Brillenträger wie mich, oder man lässt sie oben für Menschen ohne Brillen. Ich habe eine Dioptrien-Einstellung auf beiden Okularen von plus 5 bis minus 5 Dioptrien. Das ist schon enorm. Die meisten, die ich kenne, haben eigentlich weniger Einstellung und meistens auch nur einseitig. Die Bildwiedergabe ist sehr detailgetreu, sehr schön, kristallklar, und ich kann hier auch in einer ziemlichen Entfernung sehen, dass zum Beispiel da hinten unter dem Baum auch, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber ein paar Hochsitze sind, zwei Stück sehe ich dort, ein neues, ein älteres, und mit dem Absehen, wie gesagt, in der Breite und in der Höhe, hier habt ihr es. Ich kann es leider nicht darstellen mit dem Handy, wie mit dem Spektiv. Das funktioniert leider nicht, habe ich schon probiert. Das heißt, ihr müsst mir da tatsächlich einfach nur glauben. Der Vertrieb dieser Optik läuft erneut, wie gehabt, über eBay. Links poste ich euch unten. Und es kostet wirklich nicht viel. Für jemand, der ein bisschen draußen Vogel beobachten will, vielleicht sogar Jagdeinsteiger ist und jetzt noch nicht so wirklich das große Geld für die monstermäßigen Ferngläser hat, ist sowas, denke ich mal, für einen Einstieg eine schöne Sache. Und ich sag mal Camping, Outdoor etc. Man hat auch hier vorne ein nettes kleines Gimmick. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, wie es funktioniert. Das heißt, es gibt definitiv demnächst auch ein Follow-up-Video wegen der Range-Bestimmung, des Range-Finding. Wir haben hier vorne am linken Objektiv haben wir eine Skala mit einer Art Rechenschieber, damit man hier die Entfernung berechnen kann, die man halt hier über das rechte Okular ablesen kann. Im Schätzwert, wie hoch mein gegenüberliegendes erfasstes Ziel ist, muss man ungefähr schätzen. Dann gibt es eine Formel, die blende ich euch gleich ein. Und dann kann man daraus die Entfernung berechnen. Macht also auch durchaus Sinn, wer auf sowas steht. Ich persönlich, ja, kann man machen, muss man nicht so ungefähr. Aber alles in allem macht auf jeden Fall einen schlanken Fuß dieses Fernglas. Ich finde es sehr schick geworden, sehr gelungen. Mit im Lieferumfang enthalten ist natürlich das Fernglas nebst zwei Objektivschützern, also zwei Objektivdeckel, die hier vorne angeschraubt sind, dass man sie also nicht verliert. Dann habe ich natürlich das eigentliche Okularschutzdeckelchen. Kommt also hier oben drauf, kennen wir ja schon. Wir haben dann natürlich, sind die Batterien, die zwei Knopfzylinder dabei. Wir haben einen Tragegurt, einen Trageriemen, Bedienungsanleitung und natürlich ein Mikrofaser-Putztuch. Das ist bei jeder Optik mittlerweile dabei. Und das Ganze wird geliefert in einer Nylon-Tragetasche mit Schnappverschlüssen. Schulterriemen wie auch Gürtelschlaufe. Kann man also auch an den Gürtel packen. Alles in allem ein rundes, tolles Paket für sehr schmales Geld. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was der Preis war, aber der war, glaube ich, um die 70 Euro, 80 Euro, irgendwas in dem Dreh. Also jetzt wirklich nicht viel. Das ist das SV27 Military Binoculars, also militärisch maritime Fernglas mit 7x50 Vergrößerung. Bis zum nächsten Mal.